Hola, hola, hier spricht Diego Serratos Reyes. Ich bin 35, ich wohne in Berlin, komme aus Mexiko-Stadt, bin 1984 geboren und lebe in Berlin seit November 2004. Ganz genau zu sagen, seit dem 11.11.2004, der wunderschöne Martinstag. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Einige von euch folgen mir über verschiedene Social Media, vor allem Instagram und Facebook. Einige von euch haben mir tatsächlich wunderschöne Nachrichten verschickt, nachdem ich heute Nacht und heute Morgen einige Nachrichten gepostet habe bezüglich meiner Traurigkeit und meiner Wut, die ich im Moment fühle. Ich werde gleich drauf kommen. An erster Stelle möchte ich nur Bescheid sagen, dieses Video ist an erster Stelle für mich. Es ist für mich, weil ich es mir versprochen habe, zu tun, an dem Tag, wo ich bereit bin, an dem Tag, wo ich so weit bin, an dem Tag, wo ich nach vorne blicken kann und vor allem, weil ich es auch machen wollte, denn ich zwischendurch viele, viele Projekte machte oder Geschichten mache und auch sehr, sehr, sehr aktiv im Internet, in den Social Media am Posten bin und schreiben und vor allem so ehrlich und transparent, provokativ manchmal und mit einer sehr offenen Art und Weise, die manchmal sogar sehr irritierend für einigen resultiert, denn von der einen Seite poste ich viel über die LGBTQ-Community, zu der ich natürlich Mitglied bin und mit Stolz. Von der anderen Seite über Gastronomie, von der anderen Seite über Emotionen, andererseits über Depressionen, über Klamotten, über Essen, über Reisen, über Mexiko, über Deutschland, über und. Ich bin ein mexikanisch-deutscher Mann, der schon immer einen Faible für dieses Gerät namens Kamera hatte. Mein größter Traum war es schon immer irgendwie etwas für euch zu machen, mit euch zu kommunizieren, etwas zu geben. Ich weiß noch nicht genau was. Ich weiß seit ein paar Jahren, dass ich die Gabe habe zumindest, das zu können. Dass ich keine Angst habe, wenn eine Kamera und viele Leute vor mir stehen, zu sprechen. Dass ich aus dem Nichts, ich habe keinen Zettel vor mir, Gedanken äußern kann, Gefühle und Emotionen übertragen kann und dass ich kommunizieren kann. Ich kann auch kochen, ich kann Quatsch machen, ich kann tanzen, ich kann Späße machen. Ich kann vieles machen, glaube ich, und das sage ich jetzt in diesem Moment nicht, um mein Ego zu erheben oder zu sagen, dass ich der Beste sei, sondern weil ich viele, viele Jahre von mir gezweifelt habe. Und heute bin ich ein 35-jähriger depressiver Mann, der zwei Selbstmordversuche hinter sich hat, der dreimal in seinem Leben sexuell missbraucht wurde, das erste Mal im Alter von fast 10 Jahren alt in Mexico City von einem Arbeitnehmer meines Vaters, also Mitarbeiter. Das zweite Mal mit 20 von meiner ersten großen Liebe hier in Deutschland, in Berlin, mit dem ich zusammenlebte, von dem ich auch zweimal geschlagen worden bin. Das eine Mal bin ich sogar ins Krankenhaus geschickt worden. Das zweite Mal war ich K.O. geschlagen und wachte nur ein paar Stunden später auf und hatte ich viele Blutergüsse und keine Erinnerungen. Und das dritte Mal war im Februar 2016. Da war ich quasi schon am Tiefpunkt einer sogenannten Drogenkarriere. Ich finde diesen Begriff furchtbar. Ich war aber in der Tat 11 Monate lang Crystal Meth abhängig. Ich muss sagen, ich weiß, ich schulde euch keine Erklärung und ich schulde niemanden eine Begründung. Ich habe meine Fehler gemacht, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, aber ich bin sehr, sehr stolz und sehr glücklich auf den Typen, auf den Mann, den ich heute geworden bin. Und ich weiß, es wird vielleicht schwer sein, nicht zu weinen vor euch, aber das habe ich auch schon oft gemacht und mir ist es lieber, meine Emotionen freizulassen und euch alles zu erzählen, so wie es ist, als einfach nur etwas zu sagen und
so wiederholt zu erzählen, als wäre nichts passiert. Noch habe ich eine große Empathie für alles, was geschehen ist. Und vor allem bin ich empathisch gegenüber anderen, die vielleicht dieses Video schauen und vielleicht so etwas durchgegangen sind oder erlebt haben wie ich. Weshalb ich auch das als zweiter Grund nennen muss, warum ich dieses Video mache. Warum ich heute mich entscheide, das zu machen oder hier vor euch zu stehen und das zu erzählen, ist, weil ich relativ verzweifelt war gestern Abend. Ich muss erzählen, dass, klar und deutlich habe ich schon erzählt, ich war im Alter von 10 Jahren vergewaltigt worden. Es sind viele Dinge passiert und es passieren Dinge und heute möchte ich deswegen auch nicht jammern. Ich habe das erlebt und ich bin am Leben. Und ich bin noch ein sehr glücklicher und fröhlicher und freundlicher und liebevoller und ich vertraue auch auf viele Menschen und ich hoffe auch und glaube auch an das Gute in Menschen. Aber da draußen gibt es trotzdem weiterhin Menschen, die einige Sachen tun und ich habe nach vielen, vielen Jahren begriffen, dass das, was mir angetan worden war, nicht in Ordnung war. Und obwohl ich es vielleicht verstanden oder akzeptiert habe, war das trotzdem nicht so in Ordnung. Und wenn ich meine Stimme erhebe und euch das erzähle, was passiert war und vielleicht meine Motive und meine Gründe oder wie ich mich fühle, hoffe ich zumindest, ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber ich hoffe zumindest, dass es anderen helfen wird oder vielleicht Eltern und euch helfen wird, die plötzlich merken, dass euer Sohn oder Tochter komisch wird. Denn ich wurde auch sehr komisch und man weiß nicht als Eltern dann wahrscheinlich oder man hofft niemals oder man glaubt niemals, dass so etwas ganz schnell passieren kann. Denn meine Eltern waren auch an meiner Seite immer. Wir hatten eine schöne Beziehung, wir haben eine schöne Beziehung. Heute vor allem viel mit Verständnis, mit viel Liebe, mit viel Akzeptanz, mit viel Respekt. Nicht so eine große Offenheit, weil sie zu einem völlig anderen Kulturkreis gehören. Mein Vater ist 85, meine Mutter über 70 und ich bin sehr jung und sie haben mich zu spät gehabt sozusagen. Meine ganzen Geschwister sind verheiratet, sie haben schon Kinder, die sogar fast mein Alter sind. Sie interessieren sich nicht mehr für mein Leben, das haben sie im Grunde genommen eigentlich nie. Sie haben mich lieb, wir haben uns lieb, aber ich war fast immer alleine und wenn man ungeschützt sozusagen auf dem Weg im Leben geht, mit wenig Aufklärung und mit wenig Information können viele Dinge passieren. Und das ist mir halt passiert. Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Ich muss sagen, ich arbeite daran, um das heute zu leben, das heute zu genießen, um nicht mehr so dahinten zu hängen zu bleiben. Aber hin und wieder in den letzten Jahren passierte es so, dass ich Emotionen hatte, dass ich das Gefühl hatte, da zu hängen und ich wusste nicht warum und Gefühle und Emotionen wie Wut und Impulse wie Heißhunger, wie, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man etwas nicht sagen kann und etwas da nicht in Ordnung ist und man fühlt sich wirklich so ungeduldig und so unruhig und dann kommen noch die Albträume, dann kommen noch die Gedanken, auf Spanisch sagen wir auch immer die Stimmen in uns, ne? Also die Stimme in mir, die Dämonen sagen wir. Das versuche ich jetzt nicht mehr zu sagen, weil ich in einem Klinikaufenthalt war im Mai und der Anamnesearzt, der mich empfangen hat, dachte ich bin schizophren oder so. Und nein, liebe Leute, ich weiß, dass es nichts gibt, was mit mir spricht. Ich weiß, es ist ich selbst, der Ängste hat und Emotionen und Gefühle hat und manchmal nicht mit ihnen klarkommt. Ich gebe mir mittlerweile Zeit und ich verstehe eine Menge heute und ich verstehe auch, dass ich eine chronische Depression habe, dass ich einige Syndrome und Symptome habe, mit denen ich klarkomme, mit denen ich auch agiere. Ich besuche auch eine Psychotherapie einmal die Woche. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Psychiater und nehme eine Tablette jeden Abend. Denn manchmal, wenn ich nicht so viel schlafe oder nicht gut schlafe, kommen so Gedanken in mir und ich muss sagen, nach außen bin ich ein Mensch und vielleicht das ist auch schon der Kern dieses Videos. Ich war schon immer ein Mensch, der gerne anderen was gegeben hat. Wie ich am Anfang sagte, mein größter Traum ist es, eines Tages vor einer Kamera jeden Tag vielleicht zu stehen und mit euch Spaß zu haben, mit euch etwas zu moderieren oder etwas zu erzählen oder etwas zu präsentieren.
Keine Ahnung, ich würde super gerne Spaß haben. Das ist wirklich eine Welt. Ich weiß, das ist viel Arbeit und ich weiß, es ist eine große Struktur und ich weiß, man verdient vielleicht nicht so gut. Aber es ist eine Welt, die mir riesen Spaß hat. Ich träume davon, dass ich eines Tages eine Chance bekomme in dieser wunderschönen Welt des Fernsehens. Und bis jetzt hatte ich schon ein paar kleine Erfahrungen, und die ich so genossen habe, auf die ich sehr dankbar bin. Aber gut, was ich sagen wollte, ist natürlich, dass ich immer schon in diesen Punkt gekommen war, wo ich sehr gerne gebe. Und ich wollte niemals, dass die Leute denken, dass ich es nicht schaffe. Ich schämte mich immer dafür, wenn die Leute glauben, ich bin blöd oder ich bin dumm. Ich bin leider in der Schule, ich war in der deutschen Schule, das ist die teuerste Schule in Mexico City. Und bin schon oft gemobbt worden, weil ich natürlich nicht der Sportliche bin und weil ich immer so eher so eine Affinität für Kunst und fürs Gespräch und für, ich war Bibliothekar in der Bibliothek der Schule und ich habe immer lieber im Chor gesungen und so diese Dinge, die man heute binär und in diesem Patriarchatwelt zu Mädchensachen immer lieber schieben will. Heute würde ich mich wirklich freuen, wenn ich in dieser Welt von heute leben könnte, wo es viele Jungs gibt, die sagen, scheiß drauf, das ist nicht nur für Mädels, das will ich auch, und wo es auch Mädchen gibt, die auch andere Sachen tun, die ursprünglich für Jungs gedacht waren. Ich hatte leider nicht so viel Sicherheit, ich hatte nicht so viel Selbstvertrauen. Heute bin ich natürlich sehr glücklich darüber, und das wollte ich auch erzählen, dass ich in verschiedenen Videos war und habe im Fernsehen gekocht und habe im Fernsehen getanzt und habe im Fernsehen sogar mich ausgezogen und habe im Fernsehen in einer Quizshow oder Gameshow gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gemerkt, dass ich diese Vergangenheit nach hinten lassen will und dass ich vorne meine Träume erfüllen möchte. Und da war ich schon fast auf dem Weg. Ich muss sagen, die Drogenabhängigkeit, weil ich das euch erzählen möchte, war aus viel Unsicherheit. Ich habe in einer Diplomateneinrichtung gearbeitet, 2013, 2014. Und direkt darauf habe ich mich leer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, jemand hätte mir das ganze Leben genommen, weil ich dort sehr, sehr viele Stunden gearbeitet habe. Ich habe extrem viel Energie investiert. Und ich habe es eigentlich geliebt. Ich bin auch sehr, sehr gut in Produzieren, Kreieren, Durchführen, Planen von Events und so weiter und so fort. In diesen Diplomatengesprächen, in den untereinander kommunizieren, egal ob mit Botschaftern, Politikern, Künstlern oder Servicekräfte. Und ich bin eigentlich immer ganz fair und ganz menschlich und ich liebte das zu machen. Allerdings gab es viele Leute, die aufgrund meiner Homosexualität nicht so wirklich gerne hatten, dass ich die Arbeit mache, die ich mache. Ich hätte nie wirklich das so als Homophobie wahrgenommen. Wie gesagt, es ist blöd, aber ich habe immer mir die Schuld für alles gegeben, was passiert war. Und dementsprechend habe ich nie was gemacht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel für dieses Video, denn heute hole ich mir einfach alles, was ich möchte. Und nein, ich gehe nicht über Leichen, aber ja, ich bin sehr professionell und ja, ich klopfe schon an der Tür und ja, ich bitte um Chancen. Und ja, heute denke ich, wie ich es euch am Anfang gesagt habe, ich glaube an mich und ich weiß, dass ich eine Menge machen kann und ich weiß, dass ich diese Gaben habe und ich weiß irgendwie, dass ich das tun müsste, wenn ich etwas machen möchte. Und früher nicht. Und ich habe, wenn jemand mich kritisiert, diskriminiert, an der Seite gepackt hat, von der Seite gepackt hat, rausgeschmissen hat, habe ich immer mir am Ende die Schuld gegeben. Und wenn so etwas passiert, fragt man sich immer, was habe ich gemacht, was habe ich falsch gemacht, du warst so blöd, du warst zu dick, du warst zu hässlich, du warst nicht talentiert, du warst nicht intelligent, bla 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 bla. Und das war ich. Ich war mein größter Henker. Ich habe mich leider gehasst. Ich habe mich leider immer unter Druck gesetzt. Ich wollte immer der Beste sein. Ich wollte immer nur schlank sein. Ich wollte deswegen dann die Drogen angenommen. Und nach 11 Monaten hatte ich eine Paranoia. Mein Mann wusste natürlich, was ich mache. Es wurde dann zu Crystal Meth. Und ich begann ganz, ganz komische Menschen zu treffen und ganz komische Sachen zu machen. Ich habe Menschen sterben sehen. Ich habe 2 Menschen das Leben gerettet.
Ich habe mit Politikern, Pornstars, Schauspielern, Menschen aus verschiedenen Branchen und Schichten zusammen Partys und Sachen und Sexpartys gemacht und gehabt. Und wie gesagt, ich schäme mich heute nicht darüber. Ich würde nie im Leben Namen nennen, denn ich heute für mich verstehe Respekt für mich und für mein Leben, aber auch jedem das Seine tun zu lassen. Und das ist, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, jeder Mensch entscheidet, wo er und wann er Fehler macht. Aber ich glaube, es gehört, es ist nicht meine Aufgabe, anderen zu erinnern oder zu sagen, dass sie etwas Falsches machen. Ich bin zumindest nicht kritisch gegenüber anderen, sondern nur mir selbst, leider. Also, liebe Leute, warum ich dieses Video noch mache, ist, weil ich auch irgendwie einen Stand der Dinge setzen wollte für mich. Ich muss sagen, ich bin Festangestellter in einem Architekten- und Ingenieurenbüro, wo ich Assistent bin, also der Generalassistent sozusagen von der Aktiengesellschaft, wo ich arbeite. Ich organisiere gerne, ich plane gerne, ich mache gerne die Einkäufe. Und dort habe ich angefangen und ich habe mich extrem bemüht. Und wenn ich wirklich etwas gerne mache und vor allem mich beweisen möchte, geht es so los, dass ich meine Arbeit sehr, sehr stark mache. Und mein Arbeitgeber hat das festgestellt, mit mir gesprochen. Und er meinte, ich bin ein bisschen so durch den Wind. Er merkte, dass ich nicht runterkomme, dass ich nicht so ruhig erzählen kann, wie ich mit euch spreche. Das habe ich jetzt dank Therapie viel, viel, viel medieren lernen und Pause nehmen können, damit das Gehirn und die Emotionen und alles sich noch verbinden können. Und ich habe ihm dann erzählt, was passiert worden war. Er hat große Empathie gezeigt und eine große Unterstützung. Und er hat mir gesagt, dass er versteht, dass ich keine Zeit für mich genommen habe. In der Zwischenzeit war auch mein Ehemann krank. Ich hatte ihn beinahe verloren. Und wir haben dann finanziell eine Menge verloren. Wir hatten zwischendurch wirklich kein Geld. Wir lebten in einer Parterre-Kellerwohnung und hatten unsere Kartons nur um uns herum. Noch haben wir ein paar Schulden, aber wir arbeiten beide. Und wir haben gelernt, nicht mehr so viel auszugeben. Natürlich haben wir noch weitere Träume. Natürlich würden wir super, super gerne andere Sachen machen, die andere tun. Aber beide haben Verständnis dafür, dass das Leben hoch und runter geht. Und ich denke mal, wir sind auf dem Weg und gute Dinge, Dinge zu tun, um alles zu verbessern. Wir bleiben nicht so und machen nichts. Wir versuchen es immer. Und ich war die letzten, jetzt mittlerweile 74 Wochen krank geschrieben vom Büro. Ich habe sofort einen Antrag auf Rehabilitationsmaßnahme, eine psychosomatische Reha-Antrag gestellt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, hier solche Anträge zu stellen, wenn man einige Nachweise nicht hat. Ich kann nachweisen, dass ich Schmerzen habe, dass ich Probleme mit meiner Haut habe, dass ich operiert werde, dass ich psychische Störungen habe, dass mein Darm spinnt, dass mein Blut nicht in Ordnung ist, dass mein Kreislauf nicht in Ordnung ist. Aber wenn ich nicht mehr nachweisen kann, warum das alles ist und wo das alles startete, nicht aus Angst, aber aus der Sicherheit, weil ich das schon einmal hatte, nach meiner zweiten Vergewaltigung hier in Berlin von meinem Ex, bin ich zur Polizei gegangen, zur Kriminalpolizei in der Nähe vom Wittenbergplatz in Berlin. Und ich habe dann den Polizisten erzählt, dass da waren schon 2 Jahre vergangen. Dieser Typ war ins Ausland gegangen und ist zurückgekommen und hat angefangen, mir Morddrohungen und Zettelchen unter meine Wohnungstür und per Handy und Anrufe zu machen. Und ich hatte Angst. Das war der Punkt, wo mein Mann und ich zusammengezogen sind. Und ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich bin dann zur Polizei gegangen und musste alles schildern, was passiert war. Und ich hatte da keine Nachweise mehr. Dieser Partner von mir hat alles kaputt gemacht, wie ihr das wahrscheinlich schon kennt. Kamera, externe Laufwerke und alles kaputt gemacht, damit man keine Dateien und keine Bilder mehr hat.
Ich hatte sonst Fotos, wo ich wirklich überall blaue Flecke habe. Aber gut, der Polizist glaubte mir nicht und sagte, wenn ich so groß sei, warum habe ich mich nicht beschützt, gewehrt? Und ich war 20 und der Mann war, was wir später rausgekriegt haben, an der Stasi, DDR, und hatte offensichtlich etwas von den Offizieren gelernt und konnte gut schlagen, muss ich sagen, muss ich bestätigen. Zweimal habe ich das erlebt. Und naja, ich bin halt geschlagen worden, das ist passiert. Aber als ich merkte, wie die Polizei tickt, ich will nicht sagen, dass alle sie so ticken. In dem Moment hatte ich das Pech gehabt, dass ich wirklich so ein ganz komischer Polizist erlebt habe, der mir nicht glaubte und der mich nach Hause geschickt hat, sogar wieder zu ihm. Und dann dachte ich, okay, jetzt verstehe ich leider, wirklich leider. Und ich habe wirklich heute sehr, sehr viel Empathie für euch, liebe Frauen, die leider von euren Männern geschlagen werden oder die leider, und das tut mir wirklich leid, wenn ihr vergewaltigt werden. Denn wieder die Geschichte wiederholen zu müssen, wieder darüber sprechen zu müssen und alles schildern zu müssen, ist nicht nur ekelhaft und widerlich und es tut so weh und es ist einfach furchtbar. Und wenn dazu noch die Person, die eigentlich dazu ständig ist, einem zu glauben und einem einen Schutz zu geben und zu bieten, das nicht tut, das brennt und das markiert einem für immer. Und das ist mir auch passiert, weshalb dann, als ich dann drogenabhängig war und meinen Tiefpunkt erreicht habe, an einem Tag im Februar 2016, wo ich nach einem Barbesuch, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, aber immer alkoholfreies Bier in einer Sauna, die Apollo-Sauna, kennt ihr wahrscheinlich, die ist dann abgebrannt worden, leider. Nicht von mir. Aber es war die in der Zeit. Dann hatte ich mich mit Menschen unterhalten. Und ich stand dort am Tresen und wollte bezahlen, weil mir ein bisschen schwindelig war. Und ich bin auf Toilette gegangen und bin dann rausgegangen und habe bezahlt, weil ich merkte, mir ist schlecht. Vielleicht dachte ich vom Saunieren, keine Ahnung. Bin rausgegangen und ich weiß nur, dass zwei Typen mir an der Seite gekommen sind und seitdem weiß ich nichts mehr. Ich weiß natürlich jetzt durch Erinnerungen, Albträume, Flashbacks und Bilder im Kopf, die man wieder hin und wieder bekommt, tagsüber im wachen Zustand, wusste ich, dass ich von vier Männern in irgendeinem Raum ganz gewalttätig missbraucht, misshandelt, gequält, beleidigt, geschlagen worden bin. Und das war, ich muss sagen, nicht die schlimmste Nacht meines Lebens, weil ich bewusst mich nicht daran erinnere. Aber ich gehe davon aus, dass das der Beginn, in die Reise in die Hölle war, die mir das Leben ruiniert hat für viele, viele Jahre bis dato. Ich genieße mein Leben und ich vermute mal und denke mal, dass ich ein sehr, sehr starker Mann bin, hier in seinen Emotionen und ein sehr großer Herz habe und vor allem, dass ich mir sehr, sehr viel verziehen habe, warum ich mich nicht mehr attackiere und warum ich eigentlich das Leben umarmen möchte. Was aber man nicht streichen kann, ist, dass man sehr, sehr viele Albträume hat, dass man sehr, sehr viele körperliche Schmerzen hat, dass man seine Sexualität in den Eimer schmeißt für viele, viele Jahre, dass man wenig Vertrauen in der Sexualität, dass man sich schuldig fühlt, dass man sich oft fragt, wann das zu Ende gehen wird, dass man Medikamente nimmt, wo man wieder aufschwellt, damit man keine Schmerzen hat. Ich bin, wie gesagt, ein paar Mal operiert worden, denn bei dieser Nacht, ihr merkt, die Konsistenz ist ganz komisch und es sind sehr komische Arme. Ihr seht ja die Verformungen. Bei dieser Nacht haben mich diese Typen viele Spritzen gemacht, mit keine Ahnung was für Stoffe, und beinahe hätte ich dann eines Abends in Mai dann die Durchblutung verloren und beidseitig und musste dann im Krankenhaus 11 Tage sein mit viel Cortison, und ich konnte dann noch gerettet werden, meine Arme auch, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich dann noch kochen kann. Deswegen liebe ich heute die Küche. Deswegen erzähle ich euch alles wirklich so. Es hat alles einen Sinn. Tut mir leid, dass ich auch so viel rede.
Aber das ist, wie gesagt, an erster Stelle für mich und ihr seid nicht gezwungen, das zu sehen und zu verstehen. Ich möchte nur das machen, weil ich nach diesen Wochen Krankzeit, in denen ich viel, viel, viel getan habe, um mich an Leben zu fühlen, um wieder ans Leben zu kommen und wieder in einer Normalität zu kommen, um Traumata zu verabschieden, um klar zu kommen, um Menschen zu verzeihen, um Sachen zu akzeptieren, Zustände zu verstehen, Therapien zu machen, Dinge zu tun, Projekte zu versuchen, kreativ zu werden, lustig zu werden. Das ist alles nicht ohne, liebe Leute. Viele Leute werden euch nicht erzählen, wie sie sich fühlen, wenn sie alleine sind, wenn sie auf sich gestellt werden, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie ständig Hunger oder ständig Ängste oder ständig Albträume haben. Am nächsten Tag ist das Leben nicht mehr das gleiche, wisst ihr, und das ist sehr traurig. Ich kann es euch heute erzählen, weil ich natürlich jeden Tag damit kämpfe. Viele Leute sagen, warum machst du keinen Sport, warum nimmst du nicht ab? Liebe Leute, ich versuche es wirklich und es gibt Zeiten, wo ich versuche, extra stark aufzupassen, aber mir ist es heute wichtiger, aufzustehen und zu sagen, ich möchte heute leben, nicht ich möchte heute abnehmen. Und manchmal, wenn ich zu viel mache oder zu viel Sport mache oder zu viel einfach und ich weiß nicht genau, wann es oder wie viel es zu viel ist, schwellt alles bei mir auf. Heute ist zum Beispiel so ein Tag. Meine Schwellungen sind extrem, ne? Und es tut alles weh, Leute, guck mal. Das tut alles weh. Mir ist sehr, sehr, sehr dauernd heiß. Ich habe, wo ich kann, einen Ventilator bei mir. Oder einen Fächer, das könntet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben im Fernsehen. Ich kann darüber nur lachen. Ich finde es mittlerweile süß. Es ist, wie es ist. Und wenn man am Leben ist, dann wird es auch so bleiben. Ne? Meine lieben Leute, ich habe heute zum Schluss zu sagen, dass ich sehr sauer bin und sehr traurig bin. In dieser Krankzeit wird man, wenn man Festangestellter ist, zu der MDK geschickt in Berlin, den medizinischen Dienst der Krankenkasse. Ich bin AOK-Patient, AOK-Kunde. Ich bin im November 2019 und im Januar 2020 zu Februar 2020 zu zwei verschiedene Begutachter geschickt worden. Wenn ihr euch erinnert, bin ich ein Typ, der gerne verrückte Schuhe trägt, Glitzer trägt, Nagellack trägt und das ist auch gut so. Wir sind im Jahr 2020 und kein Mensch verdient, diskriminiert zu werden oder nicht einfach einen guten oder korrekten Gutachten zu bekommen, nur weil er schwul ist oder weil er bunt ist oder weil er was auch immer. Diese Ärzte sind außerdem auch da, um einen Gutachten zu erstellen und nicht um den Patienten zu kritisieren oder zu hinterfragen. Sie dürfen sehr gerne Fragen stellen, wenn sie etwas nicht ganz klar verstehen. Aber sie dürfen nichts, also meiner Meinung nach, sie dürften oder sollten zumindest nicht dürfen, etwas wenig oder klein zu machen oder dem Patienten nicht zu vertrauen. Denn wenn ich weiß, viele Krankenkassen und Versicherungen werden verarscht, aber ich muss sagen, dann sind sie nicht professionell genug, um mit dem Patienten zu kommen oder forschen zu können oder die Dokumente prüfen zu können und korrekte Fragen zu stellen. Und in meinem Fall muss ich euch erzählen, ich war bei beiden Malen bei der MDK erstens sehr pünktlich gewesen, 1,5 bis 2 Stunden später bin ich empfangen worden, ob ich einen Termin hatte, geht schon so los. Zweitens, die Ärzte sehr arrogant und wie gesagt, einer sagte, ach ja, also er las erstmal die Papiere, die er von mir hat. Und ich sagte bei beiden, weil ich mich nicht als Opfer zeigen wollte, dass ich depressiv bin, dass ich misshandelt worden bin, dass ich keine Nachweise habe, dass ich Schmerzen habe, dass ich Albträume habe und dass ich eine Therapie besuche. Im Grunde genommen, so wie es akut war in dem Moment.
Sie stellt dann keine weiteren Fragen. Einer sagte das erste Mal, ach ja, man merkt, wie depressiv sie sind, und guckte mich wirklich so in meiner Anmachung und in meiner Aufmachung. Und ich habe ihm nur gesagt, ich liebe Schuhe und ich bin eigentlich schon immer ein bunter Typ gewesen. Und genau weil man genesen will, sollte man vielleicht das wieder tun, was man gerne machte, oder? Also das ist eine Frage an euch. Verstehe heute nicht, was die Ärzte oder was Menschen sehen wollen, wenn eine Person, die sie kennen, depressiv ist. Die Depression, zumindest meine, findet statt oder ist da ununterbrochen mit meinen Gedanken, in mir, in meinem Kopf. Aber meistens, wenn man alleine ist, wenn man sich alleine und einsam fühlt, da kommen Gedanken, auch Selbstmordgedanken, muss ich gestehen, Suizidgedanken sind da. Ich kämpfe dagegen und ich äußere sie und ich spreche mit meinem Mann. Und es gibt Tage, wo ich ihm sage, ich möchte heute nicht so lange alleine sein. Manchmal komme ich in seinem Arbeitsplatz, also in dem Restaurant, wo er arbeitet, und ich esse bei ihm. Manchmal versuche ich, ein paar Leute zu schreiben, die, wo ich Vertrauen habe. Und wenn es nicht geht, gehe ich in eine Klinik und bleibe stationär 3 bis 5 Tage akut, um mir helfen zu lassen. Das tue ich heute. Ich werde immer alles tun, was notwendig ist, um mich am Leben zu halten. Was ich nicht verstehe, ist, warum dieser Arzt, der mich dann so hinterfragt hat, entschieden hat, dass ich hundertprozentig arbeiten kann, wo alles noch nicht fertig ist. Die Reha war ja noch im Antrag. Die Reha habe ich nach wie vor noch nicht gemacht. Er hat von Nacht auf Morgen gesagt, dass ich das kann, aber mir nicht Bescheid gegeben, meinem Hausarzt nicht Bescheid gegeben und meinem Arbeitgeber nicht Bescheid gegeben. Nachdem wir angerufen haben, weil ich kein Geld bekommen habe, hat er gesagt, und er hat die Krankenkasse gesagt, ja, zum 31. Januar wäre alles vorbei und wir würden alle Bescheid wissen. Keiner von uns wüsste Bescheid. Daraufhin am nächsten Tag waren überall schon Briefe von uns, für uns. Tja, 1,5 Monate später dann, seit Februar, von Februar bis Juli, also bis Juli hätte meine Krankengeldtage noch gehen müssen. Ich habe seit Februar kein Geld bekommen und durch die Corona, wodurch wir alle gehen, habe ich natürlich keine Kleinigkeiten, wo ich dann noch was verdienen kann. Das ist jetzt für euch irrelevant. Ich wollte mich nur hier äußern und das einfach klar und deutlich stellen, weil ich weiß, dass das eines Tages sich jemand anschauen wird. Und ich möchte einfach das gesagt haben, dass das keine Lüge ist, dass meine Aussage und das alles, was ich erlebt habe und das alles, was ich durchlebt habe und dass so ein Arzt, der mir so was Unprofessionelles machte und mir Sachen unterstellte, denn wir haben uns durch einen Anwalt noch die Begutachtung geholt. Und er hat geschrieben, ich wäre nach Mexiko geflogen, wo ich hier in Deutschland war. Und er hat dann noch die Arbeit meines Therapeuten kritisiert und als nicht so wirklich gut markiert. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich einen Therapeuten habe und dass ich überhaupt aus dem Haus gehe. Offensichtlich ist dieser Arzt nicht in der Lage zu verstehen, dass Männer, große Männer, auch durch so verschiedene Traumata und gewalttätige Erlebnisse durchgehen können und dass das Leben schwer wird. Und ich möchte, wie gesagt, ich wiederhole, ich bin kein Opfer, ich möchte kein Mitleid. Ich möchte auch nicht, dass jemand denkt, dass ich nicht arbeiten möchte, denn ich möchte mein Leben zurück. Und ich hole mir auch mein Leben zurück und ich bin auch in der Lage, bald damit anzufangen. Aber peu à peu, Schritt für Schritt. Und dass so ein Arzt, so ein Mensch anfängt zu sagen, dass man schon hundertprozentig bereit sein müsste und zurück nach einem Jahr die Therapie eigentlich hätte helfen müssen, ich verstehe nicht, was für ein Mensch das ist. Also wenn er nicht mal weiß, wie die Hintergründe ist und innerhalb von 3 Minuten sich ein falsches Bild von mir zu machen, das ist sehr, 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 sehr ärgerlich und traurig eigentlich. Es ist wirklich fies. Das ist nicht menschlich. Das ist jetzt, was ich sagen wollte zu diesem Themen. Hier bin ich. Ich bin Diego Serratos. Ich bin sehr stolz darüber, ich zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich euch habe, dass ihr euch diese Zeit nehmt, das zu gucken. Ich habe keine Angst. Ich habe Kraft. Ich merke, ich habe einen Löwenmut. Und ich weiß, ich habe sehr, sehr viel Freude und sehr viel Licht in meinem Herzen. Und ich bin nicht alleine. Und ich glaube an vieles und ich glaube vor allem an gute Menschen. Und ich glaube auch an Gerechtigkeit. Und ich glaube an mich. Und ich glaube daran, dass ich es weitermachen kann und dass ich weiter kämpfen werde. Und ich werde nicht zulassen und ich werde nicht aufgeben. Nicht zulassen, dass ein Arzt durch Lügen
und vielleicht durch Homophobie, durch Machismus, durch Diskrimination und Diskriminierung mir etwas weggenommen hat. Und mir sehr, sehr, ja, das ist schon passiert. Seit Februar habe ich sehr, sehr schreckliche Monate, denn nicht mal ins Kino zu gehen oder ein Buch oder einen Film holen zu können. In Tagen, wo man eigentlich genesen sollte und zu anderen Gedanken kommen sollte. Und nicht zu können, weil wegen eines Mannes man nicht mal ein Euro in der Tasche hat. Bin ich sehr dankbar dafür, dass ich einen Ehemann habe, der viel kämpft und viel arbeitete und mich viel versteht und mir glaubt und auch an meiner Seite war und ist, um mich zu unterstützen. Aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Es ist tatsächlich im Moment die Aufgabe von Institutionen, die mich hätten fangen sollen, die mich unterstützt hätten haben sollen. Und ich hätte eigentlich die Unterstützung, die Hilfe bekommen sollen. Ich habe mir eine Menge Sachen nicht geholt, die eigentlich mir zustanden, um den Platz für anderen zu lassen. Denn ich weiß, wie schwer es ist und wie viele wenige Plätze gibt und wie wenige Betten gibt und so weiter und so fort. Und ich hätte gedacht, dass ich es alleine schaffe. Ich schaffte es nicht alleine. Ich habe Gott sei Dank Hilfe und nehme Gott sei Dank professionelle Hilfe. Ich werde auch weiterhin das machen. Ich hoffe, dass die Krankenkasse mir das nicht verbieten. Denn ich werde auch kämpfen dafür, dass ich meine Therapie weiterhin machen darf. Die 60 Stunden sind bald vorbei und ich werde noch mehr beantragen. Denn ich bin leider noch nicht fertig und das muss ich auch zugestehen. Es ist eine Menge, was man bearbeiten muss. Es ist eine Menge, was man tun will. Und es ist eine Menge Schmerzen, die man hat und eine Menge Ängste, die man noch hat und eine Menge Zweifel, die man noch hat. Das ist aber kein Grund, aufzugeben. Und das werde ich auch nicht. Ich bin deswegen heute hier und ich schwöre euch, ich habe mein Herz und meine Seele aufgemacht für euch. Und es tut mir leid, wenn jemand sich so viel Zeit nehmen musste. Ich weiß nicht, jeder wird sich die Zeit genommen haben für mich. Das ist auch okay. Dieses Video bleibt auf jeden Fall für die Ewigkeit. Ich werde dieses Video hochladen und ich werde das vielleicht nicht und ich hoffe mir sehr, dass ich dieses Video niemals benutzen muss. Aber wenigstens ist meine Geschichte hier schon erzählt worden. Manchmal kommen Ängste und manchmal kommen Tage, wo man so verzweifelt ist wie heute Nacht. Und da denkt man auf jeden Fall, wann geht das zu Ende? Schon wieder so ein Scheiß. Ich weiß, jetzt muss ich klagen für mein Geld und mindestens Monate warten, um 5 Monate Krankengeld zu sehen. Rückwirkend muss ich wahrscheinlich über 1,5 Jahre warten. Und das ist natürlich sehr verzweifelnd und es ist sehr ärgerlich und es macht einen verrückt und krank und traurig und wütend, aber es ist, wie es ist. Ich wollte nur meine wahre Geschichte erzählen. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht. Ich wollte mich bedanken dafür, dass eine Menge von euch mir glaubt, mich unterstützt, mich motiviert. Und falls es noch Ärzte gibt oder Leute gibt, die sich meine Social Media anschaut und denkt, aufgrund meiner Bilder mit Nagellack und Tanzen und Singen und Kochen und so weiter und so fort, dass ich deswegen hundertprozentig fit bin, dann irrt ihr euch und dann seid ihr ganz schlechte Ärzte. Denn die meisten Menschen, die in Gefahr sind, sich das Leben zu nehmen oder die Traumata haben oder die Probleme haben, leuchten immer nach außen. Und eines Tages geht dieses Licht aus. Ich schwöre damit, dass ich das nicht tun werde. Ich werde mir niemals das Leben nehmen. Das habe ich mir jetzt schon versprochen. Es hat sich sehr viel weh getan, nachdem ich es zweimal versucht habe. Das werde ich niemals machen. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz korrekter, ehrlicher, professioneller, hart arbeitender Mensch, der sein Leben weiterhin leben will und auch weiterhin kämpfen möchte und weiterhin arbeiten möchte. Ja, ich möchte arbeiten und ich möchte viele Dinge tun. Und ich glaube, alles wird kommen. Nur manche Leute brauchen ein bisschen länger und manche Leute brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Hilfe, die ich mir nicht frühzeitig geholt habe. Und heute stecke ich hier und bekomme sie nicht. So wie es ist, möchte ich einfach mich bedanken. Es lebe das Leben. Viva la vida. Danke, dass ich euch meine Geschichte erzählen konnte. Natürlich war diese Geschichte nicht vollständig. Natürlich wollte ich euch keine Details erzählen. Die Details tun nicht mehr weh, aber die Details sollte nicht jeder hören. Nicht jeder möchte so viel Tragödie hören. Und ich möchte auch nicht, dass ihr an mich denkt, als ein Mann, der so viel Mist erlebt hat.
Ich möchte einfach, dass sie an mich denkt, wie der Mann, der sich viel Mühe gibt. Zu lächeln, zu tanzen, zu leben, zu lieben und zu geben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Und ich wünsche euch, dass ihr glücklich seid, dass ihr kämpft und dass ihr wisst, dass es gibt immer eine Lösung und es gibt immer einen Weg. Das verspreche ich euch. Auch wenn andere Menschen nicht dran glauben und auch wenn andere Menschen euch das Leben zur Hölle machen. Es gibt immer einen Weg. Bitte nicht aufgeben. Ich wünsche euch alles Gute. Diego Serratos. Tschüss.